Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Atlas. Ja, was soll ich sagen? Heute ist Dienstag, wo ich aufnehme. Ich habe überlegt, mache ich überhaupt noch eine Aufnahme? Aber ich habe jetzt trotzdem noch mal eine gemacht, denn Folgendes steht uns bevor. Schon wieder der nächste Vibe. In den Patch Notes war es angekündigt worden jetzt. Und ach, ich habe ja umgeskillt, ja. Die haben halt angekündigt, dass es den nächsten Vibe gibt. Neue Sachen implementieren. Was ich gesehen habe, geht es um Denkmäler oder Monumente oder sowas. Das erste ist wohl irgendein Tempel in Ägypten oder so. Sah aus wie ein Sonnentempel oder eine Pyramide. Oh Gott, meine Stimme. In Tränen erstickt. Nein, so ist es nicht. Nö. Ist, ja, irgendwo schon ein bisschen traurig, so kurz 7 Wochen, 8 Wochen später oder sowas, haben wir jetzt schon wieder einen Vibe. Dazu kommt noch, da haben sie noch einen oben drauf gesetzt, es kann jetzt durchaus sein, dass, also nicht durch, es kann nicht sein, es wird so sein, dass sie öfter Vibes durchführen, innerhalb von 4 Monaten, maximal nach 4 Monaten haben sie wohl geschrieben. Das hatte ich jetzt von anderen gehört und auch gelesen, selber in Kommentaren und sowas. Und ja, ist natürlich kein Spaß. Also das ist für einige der Grund, jetzt wirklich aufzuhören mit dem Spiel. Das hat man in den Kommentaren unterhalb der Ankündigung schon vernommen. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also wenn jemand sich wirklich konzentrieren möchte auf so ein Spiel und möchte sich hier was aufbauen und ist nach vier Monaten, sagen wir mal, im schlimmsten Fall, die machen Fortschritte im 2-Wochen-Takt. So kann man nicht spielen. Also das ist auch keine Entschuldigung, dass das immer noch in der Alpha-Phase ist, das Spiel, oder Early Access oder wie auch immer. Ich glaube, Early Access ist es. Kommt einem vor wie eine Alpha-Phase, ja. Das gibt einem schon zu denken. Warum jetzt erst zum Beispiel? Warum gibt es jetzt erst so eine Anstrengungen? Solche Bemühungen, das Spiel zum Laufen zu bringen und nicht schon vor 2 Jahren. Kann ich aber nicht beurteilen, woran das liegt. Kümmert mich auch nicht, ehrlich gesagt. Und tja, wir werden sehen, was da so drin ist. Also was ich machen werde jetzt. Ich werde auf jeden Fall nach dem Vibe reinschauen. Ich werde ein Video machen. Wir gucken uns hier um. Mal schauen, was noch da ist. Ich meine jetzt nicht, das hier, das ist weg. Das ist klar. Das ist klare Sache. Nein, was sich im Spiel geändert hat und ob sie da jetzt noch irgendwie was Neues implementiert haben, schon was Allgemeines angeht, wie Skills oder irgendwie sowas, was was Bauen angeht oder sowas. Sowas zum Beispiel, das werde ich anschauen. Ich bin schon neugierig, das will ich mir anschauen. Locken können sie mich nicht mehr jetzt mit der Geschichte mit 10-fach XP und Harvesting. Das ist totaler Schwachsinn. Also da muss ich ehrlich zugeben, das ist auch aus meiner Sicht völliger Blödsinn. Weil es spielt kein Mensch mehr hier dieses Spiel heute und morgen. Und es sind hier 4 Leute, ja. Einer davon bin ich. Hier waren mal 20 Leute jeden Tag drauf, 26. Das ist schon erstaunlich, wie schnell sich sowas ändern kann durch solche Sachen. Tja, ich hatte ja letztes Mal schon erzählt, Powersteine habe ich. Kraken haben wir nochmal versucht.
Der Kollege hat es geschafft, der mit mir da war und mit den anderen. Wir waren alle nochmal unterwegs. Also wir haben uns unsere Schiffe geschnappt und sind Richtung D5 losgezogen. Also dieses Kraken's Lanes oder wie das hieß. Heißt das? Kraken's Lair. Da waren wir und haben hier eine Stunde irgendwie, haben wir glaube ich gebraucht, als wir da waren. Ich bin leider gestorben, aber das, mein Gott, ist nicht so schlimm. Ich weiß jetzt, wie das funktioniert. Wer weiß, ob das überhaupt noch so funktioniert, wenn die das die Dinge wieder jetzt neu auf, umstricken und so. Keine Ahnung. Das ist aber das, was ich noch mal sehen möchte. Also es wird mindestens noch ein Video nach dem Vibe geben. Dann gönne ich mir mal meine Pause bis zum nächsten Jahr. Und werde dann überlegen, wie ich das dann mache. Ja, was soll ich sagen? Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Also wenn man sich das mal antun möchte noch und möchte sich die Kommentare unter dem Spiel mal durchlesen, es sind wirklich sehr viele bitterböse. Mir ist es egal, es ist ein Spiel. Es gibt tausend andere Spiele, die ich mir angucken möchte, kann und will. Für den Moment. Ich werde sehen, wie ich das mit dieser Serie hier weitermache. Wird sicherlich in Zukunft auch wieder Videos geben. Ich finde es halt nur irgendwo schade, dass das so wieder so ein abruptes Ende genommen hat. Mal schauen. Ich habe jetzt aber auch keine weiteren Informationen. Leider, ich habe versucht nachzulesen. Diese Woche habe ich wirklich versucht zu recherchieren, schon Montag und am Sonntag auch noch. Aber ich habe leider nichts gefunden, keine näheren Hinweise, was denn in diesem Patch, der jetzt kommt, schon drin ist, außer dieses besagte Monument, was vom Aussehen her sicherlich reizvoll ist, aber dafür für so ein blödes Monument, was auch immer man damit machen soll, irgendwie so ein Vibe zu veranstalten, ist schon etwas komisch, aber gut. Hörensagen war, dass das Team gewechselt hat dort. Da müsst ihr euch aber selber schlau machen, das kann ich nicht bestätigen. Keine Ahnung, ich habe da nicht mehr weiter recherchiert jetzt. Heute ist Dienstag, Mittwoch, den 15. soll dieser Vibe kommen. Keiner weiß, ob das von Dienstag auf Mittwoch ist oder Mittwoch im Laufe des Tages. Je nachdem, wie halt die Zeitumstellung die Uhrzeit ausmacht, die da gerade haben. Wenn die 15. sagen, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es am frühen Morgen ist. Oder morgens vor, ja, so 6 bis 15 Uhr, sage ich mal. Was bei uns dann quasi in dem Zeitraum, rechne ich jetzt mal, so 6 Stunden später sein wird. Da ist es dann, ich weiß nicht, wie die das machen, ob die das aufteilen, wieder PvP und PvE-Server. Es gab jetzt schon Fragen, ob PvP-Server von den USA, also North America und Europe, ob die zusammengepackt werden sollen. Haben sie die Spieler selber gefragt und das interpretiere ich mal so, dass mangels Spielerzahl, die gerade auch wieder ein wenig abbauen von der Technik, die sie angeschafft haben für die Server, weil sie nämlich es nicht mehr unterhalten können, beziehungsweise weil einfach Leerstand ist, weil keine Spieler mehr da sind. Es waren mal 50.000. Jetzt sind es um die, keine Ahnung, waren es letztens 2.000 oder so? Starker Einbruch, ne? Muss man sich aber nicht wundern. Also da braucht man sich nichts vormachen, nicht so tun, als ob man nicht weiß, woher das kommt. Aber naja, schön war die Zeit. Wie gesagt, ich werde mir das morgen dann wieder angucken, Mittwoch. Und dann werde ich ich werde eine Folge noch sonntags machen. Jetzt vor Heiligabend, der Sonntag, der vierte Advent quasi. Und dann gibt es für mich aber wirklich mal
eine Pause mit Videos machen von Atlas. Spielen werde ich. Ich werde reinschauen, gucken, bisschen recherchieren und machen und tun. Neue Folge vorbereiten für nächstes Jahr dann, die ich dann aber auch erst im Januar aufnehmen werde. Also so, dass so die Voraussicht oder Aussichten für euch. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, es wird dann erstmal nur noch ein Video geben und das wird am Sonntag sein. Und danach gibt es erstmal Pause bis Januar von Atlas. Für euch auf jeden Fall, für mich weiß ich noch nicht, je nach Lust und Laune, so wie ich mich kenne, werde ich dann doch mal reinlooken, weil ich spiele es wirklich gerne. Ich möchte das gar nicht abstreiten, da stehe ich auch zu. Es ist einfach ein tolles Spiel, das ist das erste Spiel, wo ich über 1800 Spielstunden jetzt mittlerweile drin habe und das sagt eigentlich schon viel für mich selber aus, als Spieler, der so oft wechselt immer wieder. Oh. Aber gut, ich denke mal, ich mache hier mal Schluss. Es ist jetzt erstmal nichts weiter zu berichten. Dann im nächsten Video wieder. Ich werde mir meine Notizen machen morgen nach dem Wipe. Je nachdem, wann ich da drauf komme. Kann ja auch sein, dass das früh morgens noch ist. Irgendwie erst, dass man wieder auf den Server kommt oder so. Mal schauen, was sie diesmal wieder für ein Chaos veranstalten und für neue Bugs reinbringen. Allein das ist schon Video wert. Mal wieder zu schauen. Hm, okay, jetzt ist das wieder in Ordnung. Jetzt haben sie das wieder reingebracht. Nein, ich suche da nicht nach Bugs oder sowas, aber ich bin einfach interessiert an diesem Spiel selber. Egal, was das jetzt für Umstände sind. Nur, ich werde ein bisschen ruhiger sein, was das angeht. Tja. Ansonsten gibt es, wie gesagt, nichts zu melden. Die Leute hier in der Crew, in der Company, mal schauen, wir werden in Kontakt bleiben. Wie gesagt, Privatserver. Da werden wir auf jeden Fall zusammen sein. Wir werden uns wiederfinden, wenn wir auf den offiziellen Servern das nochmal ausprobieren. Wer da noch Lust hat, ich kann vollkommen nachvollziehen, wer da keinen Bock mehr drauf hat. Aber gut. Ja, mehr will ich jetzt gar nicht berichten, spekulieren oder so. Morgen ist das alles weg hier. Es hat jetzt auch keinen Zweck mehr, noch irgendwas zu machen. Das ist, ich finde es sehr schade. Aber da kann man nichts machen. Tja. Da würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dauert ja nicht lange. Ist ja schon Sonntag. Bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher. Schon mal. Und werde sehen, was ich am Sonntag noch was berichten kann vom neuen Dingen und Undingen. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.